Hallo Kalpel, hallo Costa Blanca. Ich freue mich heute wieder riesig drauf, nach einer der letzten Aufnahmen, schon groß angekündigt auch, ob das hier in Valencia war, ob das in Gandia war und nächste Woche, das heißt nächste Woche, nein, morgen, Samstag, den 9. in Denia, haben wir Sie live zu erwarten. Wir haben hier im Studio heute die Kinder von Ibrahim Ferrer, von Ferrer Son Music, Ibrahim Ferrer Planas, 3 Grammys gewonnen. Mehr erzähle ich euch gleich, nur eine ganz große Persönlichkeit. Ich sage nur Buena Vista Social Club, ich glaube, das ist ein Wort, dass jeder aus dem Jahre 92, 95, 98 noch groß kennengelernt hat. Durch Ray Cooper und auch andere, durch den Film von Winders und. Ich glaube, das sind Worte, die uns auf der Zunge zergehen lassen. Und ich möchte jetzt auch die Gelegenheit geben, unseren Gästen ein Hallo zu sagen. Einmal sage ich ganz herzlich willkommen an Normita Ferrer, die Tochter von Ibrahim Ferrer. Dann sage ich Aida González, die Managerin von AGC Eventos mit Sitz in Denia, die es auch möglich gemacht haben, dass momentan eine, ich sag mal, eine Spanien-Rundreise von den Kindern, die zusammengekommen sind, hier heute haben. Genau. Dann begrüße ich auch ganz, ganz herzlich auch Ibrahim Ferrer Junior und auch Oniel Moises, der schon mal bei uns war mit Aida vor ungefähr 4-5 Monaten. Ich fange mit dir an, Aida, und dann wechsle ich in zwei Sprachen und werde dann auch ein bisschen übersetzen. Voy a empezar con vuestro permiso con Aida, como ha conocido a vosotros, und nachher werde ich, y luego voy a traducir un poco las cosas y entrar a vosotros. ¿Cómo no? Aida, du bist ungefähr seit, ich sag, 10, 15 Jahren bist du an der Costa Blanca. Du hast normal im Immobilienbereich zu tun gehabt, auf einmal ganz plötzlich Musik. Wie kamst du darum, die kubanische Musik ein bisschen weiterzuführen und besonders auch die Kinder von Ibrahim Ferrer mit Oniel? Naja, erstmal schönen guten Tag, Kalpe. Danke, Mario. Also wir treffen uns wieder da, wo wir auch angefangen haben, auch an demselben Tag. Also heute ist auch ein ganz besonderer Tag für alle. Heute ist der dritte, sagen wir mal, Jahr, wo es Ibrahim ja schon gestorben war. Der dritte Todestag. Der dritte Todestag, genau. So, zu deiner Frage, also das war ja, sagen wir mal, nicht Zufall, so gesagt. Ich bin ja schon lange, lange in Europa, in Deutschland auch gelebt und in Denia bin ich ja schon auch eine ganze Weile. Und vor ungefähr einem Jahr, über ein Jahr schon, kann man ja schon sagen, habe ich Oniel in Denia angetroffen. Der hat seine Karriere auch teilweise. Einfach so auf der Straße oder habt ihr ihn irgendwo? Nein. Bei der Jam Session oder irgendwas anderes? Das war ja so, anhand dessen, dass wir alle Kubaner sind, ne, haben wir uns denn, also man hat uns vorgestellt, dadurch, dass ich das Büro dort hatte und sagte eine Kubanerin von uns, ich werde ja jemanden vorstellen, der auch hier, und komm mal mit, der macht eine schöne Musik und so weiter. Und haben wir uns einen Tag am Strand, in ein Restaurant am Strand, man hat uns vorgestellt. Und naja, wir haben dafür über alles gesprochen. Habt ihr auch getanzt und gesungen oder habt ihr nur gesprochen dann am Anfang? Nein, diesen Tag haben wir nur gesprochen. Also es war ja, wir haben uns unterhalten. Oniel hat auch so ungefähr erzählt, was der so macht. Und ich war ja wirklich in meinem Alltag immer gestresst, so wie es immer, weil ja, ich immer nur arbeite, es wirklich war. Auf jeden Fall, ab diesem Tag, es war ja also wir haben uns gefunden in dem Fall, sagen wir mal so. Am nächsten Tag kam Oniel zu mir ins Büro. Ich habe gesagt, komm mal vorbei und da wirst du sehen, was ich mache und so weiter. Und dann haben wir dann über was er in Denia macht und was er so allgemein in Spanien, weil er in Madrid gelebt hatte, und aber am meisten immer in Denia war, weil er auch irgendwie von Anfang an, das erste Mal, dass er nach Spanien kam, war ja auch Denia, der Ort, wo er angefangen hat. Er hat ein bisschen seine Erlebnisse hier erzählt und ich habe natürlich meine. Und dann kam die Sache zu der, zu der Buena Vista erscheinen. Und natürlich für mich war, ich kannte also die eine Tour, Buena Vista. Also die Musiktour, ja, oder? Ja, die Musiktour Buena Vista. Und so. Ja, ich kannte das in Deutschland 1998, habe ich den Film gesehen. Und wo ich dann natürlich wusste, dass das ja auch ganz toll und sehr berühmt war. Und dann hat er mir angefangen zu erzählen, wie
über die Sache, was er in Denia, dass er in eine Bar in Denia, er hat in Duo Musik gemacht, dass ich vorbeikommen sollte und mal anhören. Für mich war ja natürlich das große Erlebnis, weil er so lange Zeit kaum kubanische Musik gehört und so weiter. Da war ich sofort da. Und da war ja dann der Anfang. Irgendwie haben wir uns zusammengefunden und da hat er gesagt, naja, oh gut, ich habe diese Idee im Prinzip, weil ich bin der Sohn von Ibrahim Ferrer und meine Geschwistern Ibrahim Sito, Normita, und hat er angefangen. Ich kannte natürlich die ganze Familie nicht. Aber aus dem Film kanntest du sie. Ja, okay, aber trotzdem konnte mich auch nicht daran erinnern, weil es war ja nicht so genau auf den gerichtet. Und dann hat er mir seine Webseite damals, Cubanos por Madrid, gezeigt, und da war ja wirklich viel von Kuba, von ganzen Kubanern, vor allem Musiker, was hier in Europa und Spanien. Und es gibt Top-Musiker, die, ja, gerade kubanische sehr, Musik ist top, genau, auch die hier in Spanien leben. Genau, genau. Und naja, da war ja auch die ganze Story, also seine Erlebnisse von Kindheit an, und das war wirklich sehr interessant, und da hat er mir sein Projekt gezeigt. Und, eine Tour durch Spanien zu machen oder durch Europa. Wie? Genau, genau. Also der hatte das Projekt ja schon in Gedächtnis, hat er auch schon geschrieben gehabt, hat er viel über Ibrahim Sito, was er schon seine Karriere in Argentinien auch nicht angefangen, aber weitergemacht hat, weil da hat er schon in Kuba, haben alle angefangen, haben da schon immer vom Kind durch den Vater auch Musik gemacht. Über Normita, über Annette, die Tochter von Normita, und Marlene und wie heißt, ¿cómo se llama la Clarita. Clarita. Die kenne ich noch nicht, aber bald. Bald werden wir uns kennenlernen. Naja, und da habe ich mich wirklich konzentriert auf die Sache, und da sagt er, meine Idee ist, jemanden zu finden, der wirklich die Sache seriös und von Herzen managed. Managed, genau. Und da sagt er, ich habe an dich gedacht, weil sowieso Immobilien, natürlich ist das ein sehr, harten Job. Also es müsste sein, dass du die richtige, meiner Meinung nach, hat er gesagt. Und ich natürlich, ich habe ja gesagt, naja, also ich habe im Prinzip noch keine Erfahrung, aber sprechen kann ich viel. Und wirklich die Leute, und vor allem, ich kenne ja, ne, mein, von Herkunft. Und der Erfolg ist ja da, Aida. Ich sag mal, ihr wart schon in Valencia, ihr wart schon in Gandia, genau. Ihr habt die Denia, ihr habt Murcia vor der Tür, Calasparra, einer der großen, ich sag mal, der großen Musikstädte hier an der, ich sag mal, an der Küste Spaniens. Genau, genau. Und ihr habt ja noch Großes vor. Also genau. Ihr habt es ja schon erreicht mit der Tour.